zusammen. Ja, wir haben es tatsächlich getan und eine Kreuzfahrt mit einem deutschen Anbieter, sprich mit TUI Cruises, gebucht. Und das, obwohl wir eigentlich ja sehr bekennende Fans von internationalen Reedereien, insbesondere natürlich Royal Caribbean, sind. Und neben der Umstellung für das Konzept, für die Schiffe, wird es natürlich auch eine ganz, ganz andere Reise sein, als man sie sonst kennt. Denn natürlich ist das jetzt keine normale Kreuzfahrt, die schon wieder buchbar wäre, sondern es ist jetzt eine dieser Restart-Kreuzfahrten, die unter den ganzen Corona-Bedingungen stattfinden wird. Ja, und da wollte ich mal so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt vonstatten gehen soll und auch, warum wir letztendlich dann doch, ich sag mal, gesagt haben, kommen wir riskieren, probieren das mal. Ja, zum einen ist es eben so, dass TUI ein Anreisepaket zum Schiff anbietet. Das heißt, da haben wir den Flug dann wirklich safe, oder wenn der Flug nicht ist, sind wir aber auch safe, dass die Kreuzfahrt dann in dem Sinne nicht ist oder wir dann eben das Geld zurückbekommen. Denn wenn wir jetzt MSC, die ja auch gestartet sind, nehmen würden, die uns eigentlich vom Konzept her lieber gewesen wären, weil wir die ja auch schon kennen. Wir sind ja die ersten 2 Male mit MSC gefahren, hatten die Schiffsbesichtigung kürzlich noch, ja, kürzlich letztes Jahr irgendwann. Dann hätten wir aber da selber sorgen müssen, dass wir nach Genua kommen. Und da haben wir dann einfach irgendwann gesagt, okay, im Moment sind ja viele Airlines, die dann zwar Flüge erstmal anbieten, dann hat man das alles gebucht und dann wird der doch gecancelt, weil nicht ausgelastet, was auch immer. Und das war uns dann zu riskant. Denn dann steht man dann da, das Schiff fährt, die Kreuzfahrt findet vielleicht auch statt, weil da ist nichts und da ist alles in Ordnung. Aber die Airline sagt, naja, wir fliegen jetzt doch nicht. So, und da konnte TUI eben wirklich punkten. Dann ist es so, sowohl TUI als auch MSC erwarten einen negativen Covid-19-Test, bevor man an Bord geht. Das ist leider so, dass es bei TUI jetzt auch ab September Pflicht ist. Davor war es das noch nicht und mir wäre es lieber gewesen ohne. Einmal, weil ich nicht so scharf drauf bin, mir da so ein Ding in den Rachen schieben zu lassen. Zum Glück ist es bei TUI nur der Rachen. Das haben die schon auf der Facebook-Seite jemandem beantwortet, der auch ein bisschen Bedenken mit Nase hatte. Aber auch das ist ja jetzt nicht gerade was Schönes, was man jetzt freiwillig so unbedingt macht, vorm Urlaub. So, aber wie gesagt, das haben beide. Und dann ist es bei MSD eben so, dass drin steht, das wird dann vor dem Einschiffen gemacht. Und nur dann kann man an Bord, also das macht wohl auch das Team von MSC, das medizinische Team, so wie MSC beantwortet hat. Das heißt, man geht dann davon aus, dass man da erstmal zum Hafen kommt und dort dann getestet wird und unter Umständen dann schon das Schiff gesehen hat, alles, und dann heißt es, oh, sie sind positiv. Ja, so, und dann bums. Ja, da mache ich sowieso nicht drüber nachdenken. Das kann mir natürlich auch bei TUI passieren, aber da gehe ich erstmal davon aus, obwohl die noch nicht so ganz erklärt haben, wie das jetzt ablaufen soll, nur dass der Test erforderlich ist und im Reisepreis enthalten ist, da gehe ich aber davon aus, dass man dann schon an dem Flughafen getestet wird. Entweder dort in deren Testzentren, dass dann eben TUI da besondere Kapazitäten für frei bekommt oder dass die selber da was organisieren oder was auch immer. Oder dass man eben 48 Stunden vorher sich das hier irgendwo organisieren muss. Wie auch immer das dann mit der Abrechnung ist, ob es da dann einen Voucher gibt, was auch immer. Aber ich gehe eben stark davon aus, dass man das eben nicht erst dort am Hafen macht, dann in Griechenland. Denn das würde einfach keinen Sinn machen. Die bieten ja das Flugpaket an. Das heißt, ich gehe mal davon aus, man fliegt mit TUI Fly. Würde ja Sinn machen. Kart dann dort alle Passagiere rein, die dann auch auf das Schiff wollen. Und stellt dann am Hafen fest, dass einer dieser Passagiere nun doch positiv ist. Dann hat man ja die Leute zusammen im Flieger gehabt. Würde also nicht wirklich Sinn ergeben. Also von daher gehe ich davon aus, dass das dann auch ein weiterer Vorteil ist, wenn dann wirklich was schief geht. Dann war man wenigstens nur am Flughafen und nicht schon am Schiff. Ich mag da nicht drüber nachdenken, weil der Gedanke ist halt immer da. So, und das waren dann so Punkte, wo wir gesagt haben, okay, dann macht es vielleicht doch Sinn, dass man sich ja mal für TUI entscheidet. Die Umstände sind halt heute ganz anders und eine Reise, wie man sie gerne möchte und wo man einfach selber für sich entscheiden kann, das ist mir wichtig, das gibt es halt im Moment nicht. Und ich habe aber ja schon immer mal wieder erwähnt, dass für mich das Ganze psychisch eine ganz, ganz starke Belastung ist. Diese ganzen Einschränkungen, die Maßnahmen, diese ganzen Ungewissheiten, all das, was drumherum im Moment passiert, hat eben die Depressionen wieder aufkeimen lassen. Und ich habe so das Gefühl, ich brauche diese Kreuzfahrt. Weil Kreuzfahrten haben mir sowieso immer so ein bisschen Kraft gegeben. Das war immer sowas, da hat man das Jahr darauf hingefiebert und man hat sich dann mit so Videos und so weiter. Also es war immer für mich was positive Energien auch freigesetzt hat.
Und daher habe ich gesagt, lieber dann ein Schiff als gar kein Schiff. Und dass wir wahrscheinlich nicht auf die wundervolle, grandiose Symphony of the Seas kommen werden, das steht ziemlich fest. Ich glaube nicht, dass da im November irgendwas passiert und schon gar nicht dann in Miami. Das heißt, da müssen wir uns eh dieses Jahr erstmal verabschieden, auch weil Royal Caribbean überhaupt keine Anstalt macht, auch Norwegian nicht, mit denen wir ja gerne fahren, dass die zum Beispiel jetzt irgendwie dann zumindest einen Restart im Mittelmeer planen, wie das jetzt MSC macht, wie es jetzt TUI macht, wie es Costa macht, die allerdings nur für italienische Passagiere und so weiter. Da hört man nichts, also gehe ich davon aus, dass dieses Jahr da nichts mehr passieren wird und von daher bleibt uns nur entweder gar nicht zu cruisen, was einfach für mich nicht in Frage kommt. Besonders eben, weil man ja auch nicht weiß, ist nichts ja wirklich anders und wie lange wird man dann verzichten. Also machen wir das jetzt mal und ich habe mir jetzt vorgenommen, auch wenn ich mir jetzt ganz bewusst nochmal den Schiffsrundgang von Matthias Mohr zusammen mit meinem Mann letzten Sonntag dann angeschaut habe und da natürlich gravierende Unterschiede schon alleine beim Schiff sind. Ich sage es einfach mal so, wir waren ja im November noch mit der, im Dezember noch mit der Oasis of the Seas. Gleiche Schiffsklasse wie die Symphony, sprich Oasis-Class unterwegs. Da hat man dann mal eben eine Eislaufbahn, da sind wir dann mal Eislaufen gewesen. Da hat man dann mal einen ziemlich sehr großen Minigolfplatz oben an Deck. Da kann man Leuten beim Surf-Simulator zugucken oder das auch selber probieren. Habe ich nie gemacht, ich bin immer zu schissig. Da gibt es einen schönen Park, wo man durchlaufen kann, also einen offenen Park mit echten Pflanzen und all sowas, eine Bar, die hoch und runter fährt. Also, wenn ihr Royal Caribbean mal googelt, ihr werdet sehen, was ich meine. Dahingegen hat dann die Mein Schiff 6 natürlich keine Schnitte in Anführungsstrichen. Aber ich habe es gesagt, mein Gott, dann wird es halt diesmal ein Urlaub, wo es dann vorwiegend wirklich die Zeit gibt, das Meer zu genießen. Denn ich kann da dann wunderbar abschalten, denn es ist nicht so, dass ich sage, ach, es ist viel zu schade, jetzt die ganze Zeit nur irgendwo an Deck zu liegen und nur aufs Meer zu gucken, so schön ich das auch finde. Aber Mensch, ich möchte doch jetzt nochmal, da ist jetzt Eislaufen oder ach, lass uns eine Runde Minigolf spielen oder sowas alles. Das heißt, dieser Drang und somit auch ein bisschen dieses Unterstromstehen ist da gar nicht gegeben, weil das Schiff das nicht hergibt. So, nichtsdestotrotz haben wir aber schon wunderschöne Plätze dort entdeckt, wo wir gesagt haben, Mensch, da kann man schön sitzen und einfach essen, da kann man einen Cocktail genießen. Das ist ja auch noch, das ist ja zum Beispiel eine tolle Sache bei TUI, das muss ich immer sagen, dass es Premium All-In ist. Das heißt, das ist alles schön drin, du gehst an Bord und machst dir außer für die Landausflüge keine Gedanken mehr. Das ist alles im Reisepreis drin und gut ist. Nicht? Also bei Royal Caribbean sind die Getränkepakete recht teuer. Also das ist wirklich, wenn man da so eine Art All-In genießen will, ist das schon, wenn man nicht gerade ein tolles Angebot irgendwo mal zwischendurch abgrasen kann, schon eine Hausnummer. Und das fällt bei TUI weg und der Preis ist relativ okay. Man hat eine Balkonkabine jetzt, weil die nur Balkon anbieten. Wir haben dann schon gesagt, dann kann man da einfach auch mal sitzen, ein bisschen kniffeln auf dem Balkon und nur aufs Meer schauen. Also ich freue mich trotzdem mega drauf, richte mich einfach darauf ein, dass es jetzt mal anders wird und ich will versuchen, da nicht allzu viel zu vergleichen, wenn ich da bin, weil das bringt nichts. Man kann nicht die Symphonie mit der Oasis vergleichen, ich kann auch nicht den Dacia, den wir hier haben, mit dem Porsche vergleichen oder mit dem Ferrari und trotzdem mag ich mein Dacia mittlerweile, auch wenn ich nie einen haben wollte. Jetzt will ich gar kein anderes Auto mehr. Ich glaube zwar nicht, dass uns das bei den Schiffen passiert. Also wir sind sehr sicher, wenn nächstes Jahr Royal Caribbean in irgendeiner Form wieder irgendwas anbietet, im Mittelmeer irgendwas, oder dass sie sagen, wir fahren bei uns, aber fahren nur unsere Privatinseln an. Die haben ja auch noch zwei Privatinseln, es kommt noch was dazu, dass wir dann die Entscheidung immer zugunsten von Royal Caribbean treffen würden. Aber jetzt für die Zeit, wo es eben nicht ist, freuen wir uns jetzt auch auf TUI, hoffen einfach, dass der Test dann auch negativ ausfällt, dass es alles soweit gut klappt. Ja, und dann mache ich natürlich auch Videos einfach mal von der Kreuzfahrt in ganz anderen Zeiten und eben auch mal von TUI. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Ich gucke mal, was da noch alles jetzt so auf uns zukommt, was an Infos kommt, auch wegen Ablauf für den Test und so weiter. Ja, da wird es dann sicher auch noch mal entsprechende Videos geben. Aber vorerst sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss, denn ich habe noch ein bisschen was zu arbeiten. Und ja. Dann sehen wir mal weiter. Bis zum nächsten Video.